Gravel Racing erneut mit Top-10-Platzierung auf der Nürburgring-Nordschleife. Beim dritten Saisonlauf der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring platzierte sich die Mannschaft von Rowe Racing mit ihrem Mercedes-Benz SLS AMG GT3 auf Platz 9 und sicherte sich damit erneut das beste Ergebnis unter den gestarteten Mercedes-Teams. Im morgendlichen Zeittraining qualifizierte sich der mit Thomas Jäger, Klaus Graf und Jan Seifert stark besetzte Budenheimer Flügeltürer mit der Startnummer 7 auf einen hervorragenden dritten Startrang. Auch das Schwesterfahrzeug mit Michael Zehe, Marco Hartung, Roland Rehfeld sowie Marc Bullitt am Steuer konnte im sehr stark besetzten dritten Lauf mit einem 14. Startrang sehr zufrieden sein. Beim fliegenden Start übernahm Klaus Graf direkt die Führung und behauptete sich bis Runde 5 an der Spitze des Feldes. Eine Kollision mit einem überrundeten Fahrzeug im Bereich Hatzenbach führte jedoch in Runde 7, auf Position 2 liegend, zum vorzeitigen Aus. Ja, also der Rennstart war super. Ich konnte gut am BMW vorbeiziehen und dann auch die Spitze behaupten, die ersten paar Runden. Ich bin dann in meiner letzten Runde gegangen vom Boxenstopp. Ich wollte dann reinkommen und bin in der Einfahrt Hatzenbach auf einem langsamen BMW aufgelaufen, der mir eigentlich für einen kurzen Moment ein eindeutiges Zeichen gegeben hat, indem er nach links gefahren ist, dass er mich innen durchlässt. Und ich dann mich ja dafür entschieden habe. Für mich war die Sache klar. Und dann ist er leider, hat er mich wohl überhaupt nicht gesehen und ist dann nach rechts rübergezogen und mir in die Seite gefahren. Und ja, dann sind wir beide abgeflogen. Und so, dass ich auch leider nicht mehr weiterfahren konnte. Besser lief es für die zweite Mannschaft um Startfahrer Roland Rehfeld, die sich im Laufe des Rennens kontinuierlich nach vorne arbeiteten und in den Top 10 etablieren konnten. Kurz vor Erreichen der 4-Stunden-Marke wurde das Rennen aufgrund eines Unfalls vorzeitig abgebrochen. Der Rowe Racing-Rennwagen wurde in der Endabrechnung mit Position 7 gewertet. Der nächste Einsatz für das Rowe Racing-Team ist das 40. ADAC Zürich 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife von 17. bis 20. Mai 2012.